Am Mittwoch soll im Haushaltsausschuss über einige Rüstungsprojekte entschieden werden. Insgesamt geht es um 30 Vorlagen, die wir auf der Tagesordnung haben. Das ist eine Anzahl, die ich so in den letzten Jahren noch nie erlebt habe. Diese 30 Rüstungsvorhaben umfassen verschiedene Projekte, zum Teil unter dubiosen Ausschreibungsbedingungen oder manchmal sogar ohne Ausschreibung durchgesetzt worden sind. Zum Beispiel die Anschaffung von neuen Korvetten oder es geht auch um bewaffnungsfähige Drohnen, die von Israel erworben werden sollen. All das sind Projekte, die wir als Linke natürlich ablehnen, aber im Kern geht es noch um was ganz anderes. Diese Vorlagen umfassen insgesamt 23,3 Milliarden Euro. Und 23,3 Milliarden Euro sind ziemlich genau 0,7% des Bruttoinlandsproduktes. Deutschland hat sich seit Jahrzehnten verpflichtet, auf internationaler Ebene 0,7% des Bruttoinlandsproduktes auszugeben für Entwicklungszusammenarbeit, für humanitäre Maßnahmen, für wirtschaftliche Hilfe an Länder, um Fluchtursachen zu bekämpfen, an Länder, die Hilfe benötigen. Und Deutschland hat dieses Ziel seit Jahrzehnten nicht erreicht, sondern immer 0,4, 0,5, 0,3% ausgegeben. Jetzt soll in einer einzigen Sitzung genau diese Summe, 23,3 Milliarden Euro, nur für Rüstungsprojekte ausgegeben werden. Und schon aus diesem Grund werden wir das ablehnen.